Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen vermissten Fall von einer Norwegerin, die am 18. April 2018 an einem Strand in Südafrika verschwunden ist. Die Verschwundene ist die 21-jährige Marie Espe. Sie verschwand vom Maioli-Strand in Sedgefield. An diesem 18. April 2018 kam Marie um 17:30 Uhr mit einer Reisegruppe in Sedgefield an. Die Gruppe sollte in Afro-Vibe Backpackers in der Nähe von Maioli Beach übernachten. Gegen 18:10 Uhr ging ein Ehepaar, das zur Reisegruppe gehörte, am Strand spazieren und etwa 5 Minuten dahinter war Marie, die allein unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt wehte bereits der Wind und das Paar beschloss dann, bald den Rückweg anzutreten. Sie gingen ein Stück hinter Marie vorbei, die mit dem Blick auf das Meer im Sand gesessen hat. Sie hielten sie aber nicht an, um sie zu rufen oder sie anzusprechen. Als das Ehepaar die Dünen hinaufging, drehten sie sich um ein Foto von ihr von hinten zu machen. Und das war das letzte Foto, das von der Norwegerin vor ihrem Verschwinden gemacht wurde. Es vergingen so 15 bis 20 Minuten, dann machten sich die Mitglieder der Gruppe Sorgen, weil Marie nicht wie vereinbart zum Abendessen um 19 Uhr zurückgekommen war. Und als Marie dann auch nicht auf ihre Anrufe reagiert hat, ging der Reiseleiter zur sogenannten NSRI-Tafel, die am Strand war, und wählte die dort aufgeführte Notrufnummer. Es war 19:11 Uhr, als dieser Anruf registriert wurde. Und ein Mitglied des NSRI erkannte dann auch, dass eine Suche im Wasser und an Land auf jeden Fall notwendig ist. Er kontaktierte dann die gemeindeorientierte Polizei von Sedgefield mit dem Vorschlag, dass sie ebenfalls vor Ort sind. Also, dann trafen die NSRI und auch die Polizei um 19:32 Uhr in Maioli ein und begannen mit der Suche nach Marie. Sie wurden dort auch von Suchhunden unterstützt und baten auch die örtlichen Sicherheitsfirmen, die Häuser ihrer Kunden in der Gegend zu überprüfen bzw. eben Befragungen anzustellen, ob vielleicht dort jemand Marie gesehen hat. Es wurden dann auch die Aussagen von Maries Freunden, also aus der Reisegruppe, dem Reiseleiter und dem Personal des Pili Pili Beachfront Restaurant auf. Das Sicherheitsteam des Strands suchte dann den Strand mit Quads vom Maioli Strand bis zur Plattbank ab. Während die Polizisten von der Flussmündung bis nach Maioli dann die Düne und schließlich den Cloud Urban Drive absuchten. Und dabei wurden dann auch leerstehende Häuser und auch Baustellen durchsucht. Auch wurden dort dann die Anwohner befragt, ob Marie eventuell bei ihnen ist, weil sie eventuell die Orientierung verloren hat und Schutz vor dem Sturm suchte. Das Wetter war zu diesem Zeitpunkt extrem schlecht und der Seegang außergewöhnlich rau. Und die Mitglieder der Suchtrupps konnten sich wegen des Windes kaum hören und die Sicht war ebenfalls eben sehr schlecht. Kurz nach Mitternacht entdeckte dann ein Helfer der Polizei, Michael Simon, und zwei Mitglieder des Sicherheitsteams dort, ein paar weiße Schuhe, ein iPhone und eine weiße Mütze am Strand. Sie lagen allerdings nicht auf einem Haufen, wie später berichtet wurde, sondern etwa so 2 Meter voneinander entfernt. Sie waren zwar vom Wind verweht worden, befanden sich aber oberhalb der Hochwassermarke und auch das Telefon funktionierte noch. In Gesprächen mit Mitgliedern der Reisegruppe konnte dann schnell festgestellt werden, dass die Schuhe und das Telefon Marie gehörten, aber die Mütze nicht. Die Suche nach Marie wurde um 2 Uhr morgens eingestellt und bei Tagesanbruch um 6:30 Uhr dann wieder aufgenommen. Die Suchmaßnahmen wurden personell nochmal aufgestockt und es wurde weiter zu Land und im Wasser gesucht. Diese Suche wurde den ganzen Tag über und auch in den folgenden Tagen fortgesetzt. Es wurde auch jemand mit einem motorisierten Gleitschirm eingesetzt, der dann in den nächsten 4 Tagen Luftpatrouillenflüge entlang der Küste unternommen hat. Als das Sicherheitsteam dann eine offizielle Meldung über die vermisste Marie herausgegeben hat,
gab es leider einen Fehler bei der Beschreibung ihrer Kleidung. In der Vermisstenmeldung hieß es, sie habe ein weißes Oberteil und eine blaue Jeans getragen. Allerdings sagten die Mitglieder ihrer Reisegruppe, dass sie tatsächlich ein dunkelblaues geblümtes Oberteil und eine schwarze lange Hose trug. Und so ähnlich oder so war sie auch gekleidet auf diesem letzten Bild, auf jeden Fall dunkel. Und man vermutet, dass dieser Fehler darauf zurückzuführen ist, dass die Sicherheitskamera in der Strandbar Pili Pili, die kurz vor ihrem Ausflug zum Strand aufgenommen wurden, falsch interpretiert wurden. Denn einem lokalen Sicherheitskameraberater zufolge zeigt Infrarot bei Nacht dunkle Farben als heller. Als die Aufnahmen gemacht wurden, war das Infrarotlicht bereits eingeschaltet, da das Licht schwächer wurde, was sich dann leider so auf dieses Bild ausgewirkt hat. In einigen Berichten wurden dann auch falsche Angaben zu der Kamera von Marie gemacht. Während behauptet wurde, sie habe sie am Strand dabei gehabt, wurde bestätigt, dass sie die Kamera in ihrem Zimmer zurückgelassen hat. Dort wurde sie später von dem Rettungsteam auch gefunden. Und im Laufe des folgenden Wochenendes, als sich die Suche dann weiter ausgebreitet hat, trafen verschiedene norwegische Medienvertreter ein, um eben über Marie zu berichten. Am darauffolgenden Montag wurde dann eine umfangreiche Suche aus der Luft mit einem Working on Fire Hubschrauber durchgeführt, an dessen Bord dann verschiedene Vertreter von Organisationen waren. Und dieser Hubschrauberflug erstreckte sich über die gesamte Länge des Strandes, der Dünen und der Untiefen von Garrick's Point bis Gneiser Heads, einschließlich der Quadlai-Lagune, und folgte dann der reißende Flug parallel zur Küste, 2 bis 3 Kilometer aufs Meer hinaus, bis hin zu Buffalo Bay. Am Dienstag, dem 24. April, wurde dann vom Sicherheits- bzw. Rettungsteam mitgeteilt, dass die Suche reduziert werden muss, also personell. Denn man hat bereits 7 Tage gesucht und man hat sie nicht gefunden. Die Suche würde zwar wieder aufgenommen, aber eben mit reduzierten Mitteln. Mike Kofus, Leiter der Sicherheitsabteilung der Sedgefield Ratepayers und Vorsitzender der Polizei, war dann überzeugt, dass die Suche umfassend war und so viele Bereiche wie möglich abgedeckt hat. Und er teilte der Öffentlichkeit dann auch nochmal mit, dass jegliche Informationen, die sie haben, den zuständigen Behörden mitzuteilen und nicht über die sozialen Medien. Es hat da wohl auch viele Falschmeldungen über die sozialen Medien gegeben, so wie ich in einem anderen Artikel noch lesen konnte. Ja, und jetzt, 6 Jahre später, im Jahr 2024, wurden die Ermittlungen in Südafrika eingestellt. Die Kripo aus Norwegen war natürlich auch in Südafrika, um dort eben bei den Ermittlungen zu unterstützen. Allerdings hat die Polizei in Norwegen dann von der Polizei in Südafrika auch keine Informationen mehr darüber erhalten, ob nach der letzten Zusammenarbeit dort vor Ort weitere Ermittlungen, Verhöre durchgeführt wurden. Also das bleibt dann erstmal im Dunkeln. Dann geht es um Aufnahmen auf dem Telefon von Marie und die Existenz von Aufnahmen, die kurz vor dem Verschwinden von Marie am Mayola Beach in Sedgefield gemacht wurden, wurden dann von der südafrikanischen Polizei dementiert. Und ihr Vater sagte dann, dass auf ihrem Handy Bilder eines Mannes und eines Hundes gefunden wurden, die kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden waren. Und die Aufnahmen der Überwachungskameras und die Fotos eines Schweizer Ehepaares zeigten das gleiche Bild. Und die Polizei hat dann bestritten, dass ein solches Bild sich auf Maries Handy befunden haben soll. Der Vater glaubt auch, dass es sich bei dem Hundebesitzer auf den Aufnahmen um Sean Kelly handeln könnte. Da seht ihr jetzt mein Bild eingeblendet. Den Mann, der des Hammermordes an der in Sedgefield lebenden Noreen Hampson Anfang des Jahres beschuldigt wird. Und der Vater plante daraufhin dann nach Südafrika zu reisen, um die Anomalien zu untersuchen. Weiterhin soll dann dieser Sean Kelly das Verschwinden von Marie bei seiner Gerichtsverhandlung erwähnt haben. Also, warum hat er ihren Namen dann überhaupt vor Gericht erwähnt? Darauf
wird nicht weiter eingegangen in den Quellen. Auf den Fotos, die das Schweizer Ehepaar gemacht hat und auch dem norwegischen Ermittlerteam vorgelegen hat, ist Marie beim Spielen mit einem Hund zu sehen, der dem Tier auf dem Handyvideo ähnelt. Laut dem Captain Malcolm Poggi, Sprecher der Polizei am Südkap, gibt es jedoch keine nachgewiesene Verbindung zwischen dem Verschwinden von Marie und Sean Kelly. Und es gibt auch keine Aufnahmen von einem Mann, der mit seinem Hund spazieren geht. Das iPhone wurde zur Analyse an die norwegische Polizei geschickt und nach Angaben der Ermittler wurde kein Bildmaterial gefunden oder vorgelegt, das ein Mann beim Gassegehen mit seinem Hund zeigt. Wir konnten keinerlei Verbindung zwischen dem Verschwinden von Marie und dem des Mordes an Noreen Hampson beschuldigten Sean Kelly herstellen. Er wies auch darauf hin, dass während der Ermittlungen keine Beweise für eine Straftat gefunden wurden. Bei dem anderen Opfer der Noreen Hampson war es so, dass sie vor ihrem Haus in der Mary Gold Street in Sedgefield getötet wurde. Laut Aussage der Polizei sah ein Nachbar Kelly zu Hampsons Haus rennen, wo er, so die Aussage, anfing auf Hampson einzuschlagen, die auf einer Leiter stand. Der Nachbar rief sofort die Polizei und die Nachbarschaftswache. Doch laut Aussage des Zeugen verjagte Kelly diese immer wieder mit einem Hammer. Also dieser Fall ist ziemlich schwierig nachzuvollziehen. Also auf jeden Fall war Marie am Strand und es gibt dieses letzte Foto von ihr. Und später wurden dort Schuhe, ihr Handy und eine Mütze gefunden, die ihr nicht gehörte. Es gab dann aber auch noch eine Aussage, dass von Zeugen eine Aussage, dass man gesehen hat, dass Marie sich die Schuhe noch wieder angezogen haben soll und dann wohl in Richtung des Restaurants oder des Hotels ging. Also insgesamt ein bisschen undurchsichtig der Fall und auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Die Kernfrage ist natürlich, ist sie im Wasser ertrunken? Da stellt sich natürlich jetzt allerdings die Frage, da das Wetter ja wohl sehr schlecht war oder begann sehr schlecht zu werden, glaube ich kaum, dass Marie dann ins Wasser gegangen ist. Dass sie ihre Schuhe ausgezogen hat, macht natürlich Sinn. Sie ist ja dort am Strand gewesen und ging wahrscheinlich davon aus, dass sie dann irgendwie fußtechnisch mit Kontakt ins Wasser kommt. Und deswegen hat sie in weiser Voraussicht ihre Schuhe ausgezogen. Ja, oder ist sie eben dann Opfer eines Verbrechens geworden? Man sagt ja, dass dieser Mann, der auf den Fotos dort wohl zu sehen ist, Ähnlichkeit haben soll mit diesem Sean Kelly. Und das wird ja wiederum dann von der südafrikanischen Polizei bestritten, dass es diese Fotos überhaupt gibt. Aber diese Fotos waren ja nicht nur auf dem Handy. Also das sieht so ein bisschen mal wieder danach aus, als wenn die südafrikanische Polizei nicht unbedingt Interesse daran hat, den Fall aufzuklären. Und ich denke mir mal, solange keine sterblichen Überreste, sprich Skelett von Marie gefunden wird, lässt sich dieser Fall wohl auch nicht mehr aufklären. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.